In dem Video mag ich mit dir über das Thema Blasrohr sprechen, als Survival-Waffe sozusagen, und gleichzeitig die Ochsenkopf, ja, das Ochsenkopfbeil auslosen. Da hat es ein Gewinnspiel gegeben. Und wenn dir eines dieser beiden Dinge interessiert, ja, dann bleib dran. Hallo, willkommen, das ist der Reini Ross vom Survival Show Problemskunst. Schön, dass du dabei bist. In dem Video mag ich über Blasrohre mit dir sprechen als Survival-Instrument und eben auch die Auslosung machen von dem Ochsenkopfteil. So, ich habe das von Cold Steel, dieses Teil hier, schon einmal vorgestellt. Das mag ich jetzt nicht mehr tun, sondern ich mag darüber sprechen, für was so ein Blasrohr überhaupt gut sein kann, außer zum Spaß schießen. So, das ist ein Spielzeug sozusagen, es ist als Spielzeug eingestuft. Es gibt gewisse Richtlinien, was den Verkauf betrifft und so weiter, aber ab 18 Jahren kannst du so ein Ding erwerben. So, und jetzt sagen man die meisten, das ist ja, was soll ich mit dem? Das hier ist eine Jagdwaffe in Wahrheit. Ne? Wenn ich nach Südamerika zum Beispiel schaue, dann schießen die mit solchen Dingen, also jetzt nicht mit einem Cold Steel Teil oder einem gebauten Teil, sondern eben mit selbstgebauten Blasrohren kleine Vögel runter, um die zu essen. Das ist eine Jagdwaffe. So, jetzt kann man sagen, okay, wir haben einen gefüllten Supermarkt, wer braucht bitte so etwas zur Jagd? Niemand, es ist auch verboten, du darfst keine Singvögel zum Beispiel schießen. Oder wofür auch eingesetzt wird, ist zum Beispiel, um Reptilien zu erlegen. Also stell dir vor, das muss man natürlich können, das ist mir schon klar. Ja? Auf die Distanz, wo jetzt dieser Pfeilfangsack steckt, ist irgendein Ochsenfrosch. Jetzt gibt es den bei uns noch nicht so häufig, aber in Amerika, und das ist schon so ein Teil. Und die, es gibt aber in Deutschland übrigens, und da möchte ich auch gleich dazu sagen, es gibt in Deutschland, ich glaube in Baden-Württemberg, eine Plage momentan. Und da wird mit Luftdruckgewehren und auch mit Blasrohren, werden die rausgeschossen, habe ich gelesen. Interessanter Artikel, wenn ich ihn finde, verlinke ich ihn unten. Auf jeden Fall, und dann hast du den Pfeil in diesen Ochsenfrosch reingeschossen. Er kann nicht abschwimmen und ist hoffentlich auch gleich tot. Und dann wird er rausgeholt und verarbeitet zu essen. Ich weiß nicht, ob die das in Baden-Württemberg machen, aber in den nordamerikanischen Bereichen, wo das so ist, die ganz Großen schießen sie eben mit Luftdruckgewehren. Ja, aber das hier ist eine nachhaltigere Lösung. Was meine ich damit? Wenn ich mit dem Luftdruckgewehr schieße, dann schieße ich diese Pellets, die gehen dann am Boden runter, das ist irgendwie aus Blei, das ist unangenehm. Das hier kann ich wiederverwenden. Ja, das kann ich mir, ich kann mir hier, ja, da sind jetzt diese aus Metall dabei. Ja, du kannst jetzt hergehen und kannst dir auch selbst welche bauen. Mit zum Beispiel Bambus oder mit dem Staudenknöterich oder mit anderen Pflanzen. Das ist ein Thema für sich. Also wenn dich das Thema grundsätzlich interessiert, dann schau bei meinem Survival-Nahrungskurs, Fernlerngang und bei meinem Survival-Mentor-Programm vorbei. Da besprechen wir solche Sachen. Auf jeden Fall, du kannst dir so etwas selber bauen, aus Bio sozusagen. Und wenn du daneben schießt und das Teil wegschwimmt oder nicht mehr auffindbar ist, dann, ja, dann ist es halt ganz einfach so. Für das ist das gedacht, also für Frösche. Oder auch zum Erlegen von Schlangen. Also ich, nicht, dass ich dich jetzt auffordere, etwas Illegales zu tun. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Das ist alles verboten. Und das ist jetzt nur in den Bereichen, wo es erlaubt ist. Aber mit dem werden auch Schlangen zum Beispiel erlegt. Jetzt stell dir vor, da liegt eine Schlange. Ja? Übrigens, vor kurzem ist da noch eine gelegen, nämlich heute in der Früh. Ich blende da ein Foto ein. Von einer Eskolabnatter. Wir haben ja natürlich nichts getan. Ja, unser Kühlschrank ist voll. Wozu sollten wir das tun? Übrigens ist es auch gegen das Naturschutzgesetz. Aber dorthin zu gehen, ja, ja, umso näher ich komme, dann haut die ab. Wenn du das kannst, bup, pinnst du sie damit fest. Oder eben Singvögel. Das hier ist eine Jagdwaffe. Und jetzt kann man sagen, für was brauche ich das in meinen Breiten? Brauchen gar nicht. Ja? Wer braucht überhaupt Survival Skills? Wer braucht das? Ich meine, in der Stadt, pff, und selbst am Land, es gibt Ärzte, was brauche ich mir um Heilkräuter kümmern oder um grundsätzlich, warum sollte ich mich darum kümmern, ja, wie das funktioniert? Warum sollte ich mich um Feuermacht kümmern, ich drücke auf einen Knopf, warum sollte ich mich darum kümmern, was man da draußen essen kann oder wie grundsätzlich, wie man, wir arbeiten jetzt, es wird ja bald ein Buch rauskommen über Selbstversorgerpflanzen, warum soll ich mir daheim was anbauen, der Supermarkt hat doch alles. Warum soll ich überhaupt in diesen depperten Wald oder in diese Natur rausgehen? Ich habe daheim eben eine Playstation und meinen Fernseher und werde dort ganz einfach bespaßt die ganze Zeit, kann ich mal aussuchen von Netflix und wie sie alle heißen. Ne? Was brauche ich das überhaupt? Was brauchen wir das grüne Wärmebeton? Das ist eine Fähigkeit und eine Fertigkeit, eine Jagdtechnik. Und wenn dich dieses Thema interessiert, dann solltest du auch
oder ich sehe das zumindest so, auch mit so etwas umgehen können. Ja? Ich bin jetzt nicht der große Jäger, das muss ich gleich dazu sagen, aber es ist etwas, was in mir drinnen ist und es ist vielleicht auch etwas, was in dir drinnen ist. Und das ist eine Möglichkeit, um dieses, das ist jetzt fast schon esoterisch, das, was in uns teilweise steckt noch als Jäger und Sammler in der Kultur, ganz einfach auszuleben, ohne dass ich ein Tier töten muss. Aber, und jetzt kommt der Punkt, wenn es der Fall wäre, dass ich das müsste, aus welchem Grund auch immer, denn Dinge können sich ändern, dann bin ich in der Lage, ich habe die Ausrüstung, ich habe das Wissen und ich habe auch das Können dazu, das zu tun und Fleisch und vielleicht, wenn du auch dich mit Kräutern auskennst, ein bisschen Kräuter auf deinen Teller zu bringen. Also das hat schon was. So, jetzt habe ich lang genug herumgeplaudert und wollte ganz einfach erklären, wozu überhaupt Blasrohre, weil die Frage gestellt worden ist, das ist Kinderspielzeug. Ja, ich meine, einen Elefanten wirst du damit nicht, außer es, du hast einen Giftpfeil, ne? Das gibt es ja auch. Ne? Aber ist eine tolle Jagdwaffe, die man auch beherrschen kann, wenn einen dieses Thema interessiert. Ist ganz lustig. So, jetzt will ich aber aufhören ins Quatschen. Jetzt habe ich hier, und ich darf das Video natürlich nicht schneiden, weil sonst heißt es, ich schummle. Ich habe jetzt hier alle, die bei Facebook gepostet haben und geliked haben, auf dieser Liste. Ich gebe dir hier unten den Link auf das Facebook-Post hier von YouTube und schau dir das an. Es sind insgesamt 4 Seiten, also 3 Seiten voll, 3-reihig mit Namen. Ja, und dann hier unten eben noch einmal die 4. Seite, auch noch einmal eine Reihe. Absoluter Wahnsinn. Jetzt werden wir das einmal aufhängen, da vorne auf meinem Pfeilfangsack. So, also jeder, der mitgemacht hat, aha, ich sehe Lea, ja, bei dem möchte ich, und es sind ja auch sehr viele Frauen dabei, danke fürs Mitmachen, das ist sehr, sehr schön, Dankeschön, das freut mich immer sehr. Wer gewinnt, weiß ich nicht, und es ist mir auch egal, deswegen, ich schaue jetzt auch gar nicht hin, ich drehe das da ein bisschen, dann nehme ich da das und nehme einen Pfeil und spieße das hier oben auf. Ja, der Pfeilfang sagt, boah, das ist ganz schön hart, das ist ganz schön zähes Ding, so. Dann da, das nächste. Ja. So. Und da auch. So. 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 Und das hier so da quer unten. Na. So. So, 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 so. Jetzt gehen wir wieder. Nichts geschnitten, alles ist ganz fair und ja, ich wünsche dir auf jeden Fall viel Glück und danke fürs Mitmachen und Entschuldigung, dass es ein bisschen dauert hat mit der Auslosung, ich bin da immer ein bisschen, mir dauert immer alles ein bisschen länger, so. Also, ich habe das Gefühl, das ist nichts geworden. Ah, das ist leider nichts geworden, da steht noch kein Name drauf, ich habe zwar getroffen, aber irgendwie daneben. Na dann, auf ein neues. Das pinnen wir da noch einmal schön an, auf ein neues. Ah, diese Videoqualität hier ist von der Schneidetechnik her nicht Hollywood, das ist mir bewusst. Aber ja, so ist das. Hier wird das angebracht. Es gibt ja auch andere Möglichkeiten, hier diesen Trichter zu produzieren. Entweder aus Papier, aus Karton oder auch aus natürlichen Materialien. Aber wurscht jetzt. So. Aber jetzt hat es gut funktioniert. So, schau her, das war der oben, das war jetzt der Treffer. Ah ja, da haben wir einen Gewinner oder eine Gewinnerin. Ich ziehe das jetzt einmal so ganz vorsichtig raus. Ist ganz schön tief eingefahren. Na komm, so. Und dann da reißen wir es runter, weil es eh wurscht ist. And the winner is... Ja, was ist das? Julian May ist der Gewinner von dem Ochsenkopfbeil. Ha, Julian, ich gratuliere dir recht herzlich. So, Kamera bitte wieder auf. Ja, genau. Julian, ich gratuliere dir recht herzlich. Alle anderen, die mitgespielt haben, auch Dankeschön dafür. Ich sage auf jeden Fall danke fürs Dabeisein. Ich glaube, du hast vielleicht jetzt ein besseres Gefühl, was man mit solchen Blasrohren tun kann. Und der Julian hat eine riesige Freude mit dem Ochsenkopfteil. Meld dich bei uns, wir schicken dir es zu. Unten einen Kommentar, wenn du magst. Daumen nach oben oder nach unten. Link zu diesem Blasrohr gebe ich da auch mit dazu. Abo, ein paar andere Videos zum Anschauen.
Hat mich gefreut, dass du dabei warst. Dein René Rossmann. Bis bald. Ciao.